Dreger KG. Das sind 4 Jugendliche, die sich dem Kampf gegen das Verbrechen verschworen haben. Hauptsächlich tun sie das, um freitags nicht zum Unterricht zu müssen und stattdessen ehrenamtlich die Polizei zu unterstützen. Aber wer will das schon so genau nehmen? Ihr Anführer Tim hat einen stark ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, der sich jedoch mit seiner hohen Gewaltbereitschaft nicht immer vereinbaren lässt. Seine Freundin Gabi ist die gute Seele des Quartetts. Sie ist Tim hörig, aber das ist für alle Beteiligten am besten und gesündesten. Der dritte im Bunde ist Klößchen. Er ist immer für einen Lacher gut und wird deswegen mehr oder weniger in der Gruppe geduldet. Zuletzt gibt es dann noch Karl. Der sozial inkompetente, aber hochintelligente Nerd ist für die mentalen Aufgaben der Gruppe zuständig. Er ist ein heimlicher Verehrer von Gabi, würde das aber nie zugeben. Im Moment befinden sich die 4 in Klößchens Lieblingseiscafé, Hidraulico, und erfreuen sich an ihrer Freizeit. Boah, Alter, ob ich das schaffe, ey. Das ist ja voll viel. Normalerweise esse ich ein Brot oder so dazu. Nicht, dass es bei deinen 250 Kilo oder 2,5 Zentner noch viel ausmachen würde, Klößchen, aber musst du eigentlich immer so viel fressen? Das ist sehr unappetitlich. Ja, keine Ahnung. Geh dich an Scheißdreck an, Arschloch. Karl, lass unser Dickerchen doch seine letzten Jahre genießen. Bei dem Lebensstil hat er ohnehin nicht mehr lange zu leben. Wenn er wenigstens nicht immer wie ein Schwein fressen würde. Naja, aber viel wichtiger ist doch, schmeckt es dir eigentlich, Gabi? Ja, der Tee ist lecker. Ein Eis wäre aber auch nicht schlecht. Allerdings haben wir doch gemeinsam beschlossen, dass wir mehr auf deine Linie achten wollen. Nicht wahr, Schatz? Ja, Tim. Ach, schon 3:30 vorbei. Ich muss gleich los, um meinen Eltern im Garten zu helfen. Du bist so ein Softie, Karl. Um 3 muss ich im Obdachlosenheim sein. Da helfe ich heute wieder ehrenamtlich aus. Du bist einfach zu gut für diese Welt. Danke, Tim. Bringst du mich hin? Die Gegend ist nicht die beste. Klar mache ich das. Dann sollten wir aber jetzt aufbrechen. Mario, die Rechnung bitte. Prego, ich komme sofort. Was? Warum denn? 2 Familienbecher Eis mit Doppelschlagsahne und Schokosoße sollten doch wohl genügen, Klößchen. Ach, da kommt ja auch schon der Kellner. Ja, bitte sehr. Ihre Rechnung für meine Lebenskunde, hä? Danke. Ich lade euch ein, Leute. Ah, du bist der beste, Tim. Moment mal, Mario. 2 Cola, 1 Tee und 2 Familienbecher sollen 22,50 kosten? Du ziehst uns doch schon wieder über den Tisch! Nicht, Tim! Bleib doch sitzen! Signore Tim, calma. Vielleicht, ich habe mich nur verrechnet, eh? Du kannst hier gleich mit Brüchen rechnen, Freundchen. Und ich meine nicht auf dem Papier. Scusi, machen wir 15 Euro, 10 Cent und alles ist gut, ja? Na, das klingt doch schon besser. Los, Leute, wir gehen. Trinkgeld gibt's keins. Mensch, Tim, das hätte man auch eleganter lösen können. Ich kenne diese Ithaka, Karl. Die führen doch quasi immer was im Schilde. Mafiosi! Ihr solltet alle ein bisschen toleranter werden. Jetzt kommt Tim, wir müssen hier lang. Macht's gut, Jungs! Ciao, Gabilein! Danke euch fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Wir sind gleich da, Tim. Nur noch diese Straße runter. Furchtbar sieht es hier aus. Man könnte meinen, man wäre in einer kreisfreien Großstadt im Süden von Sachsen-Anhalt. Sieh mal da vorne, Tim. Ein glatzköpfiger Mann versucht, Silvesterknaller vor einer großen Holztür anzuzünden. Will er sie aufsprengen? Viel Erfolg scheint er damit nicht zu haben. Jetzt kommt eine alte Dame und spricht ihn an. Komm, wir gehen näher ran. Hey, muss das sein, wenn ich hier lang gehe? Mann, ey. Na, warte. Dich werde ich abknallen. Mist, warum geht das nicht? Er hat eine Waffe oder sowas ähnliches. Sieht ehrlich gesagt ziemlich erbärmlich aus. Sie könnte trotzdem gefährlich sein. Ich mache ihn unschädlich. Hey, ja! Nimm das! Du mieser Bengel! Lass meine Arme los! Klappe, du Eierkopf! Wollen wir mal sehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Gabi, nimm seinen Geldbeutel. Aha. So, ein gewisser Herr Pabler. Verrate das doch nicht! Der Livestream läuft noch! Wer würde denn so eine lächerliche Tat filmen? Naja, ich rufe jetzt meinen Papi an. Er ist nämlich Hauptkommissar und wird dich einbuchten, du Nulpe!
Und so geschah es dann auch. Der Übeltäter wurde abgeführt und ward nie wieder gesehen. Auch nicht auf Twitter. Das wäre erledigt. Danke fürs Hinbringen, Tim. Gern geschehen. Ich muss jetzt zum Training. Pass auf, dass du dir bei diesen dreckigen Harzern nichts einfängst. Am Ende landet es noch bei mir. Du bist unmöglich, Tim. Mach's gut. Ich hoffe, die Sozialarbeiterin ist nicht sauer, weil ich so spät dran bin. Wer ist da? Mädel, Frau Gutmann. Ich bin's, Gabi. Mädel, Gabi. Wie schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Es gab da einen kleinen Zwischenfall. Ja, ich habe davon schon in den Nachrichten gehört. Einfach schrecklich. Wer hätte gedacht, dass ein Bewohner unseres schönen Obdachlosenheims zu sowas fähig ist? Was? Er war von hier? Du bist noch relativ neu hier und kennst nur wenige Bewohner. Aber ja, Herr Pabla wohnte hier schon seit mehreren Monaten. Traurig, was aus ihm geworden ist. Er hatte echt Potenzial. Nun, er wird jetzt eine Zeit lang woanders nächtigen, fürchte ich. Wo kann ich denn heute aushelfen, Frau Gutmann? Wir sind heute nur zu zweit und der Kontrollgang steht noch aus. Fang du doch oben im dritten Stock an und ich fange hier unten an. Das mache ich gerne. Mal sehen, ob es allen gut geht und ob es irgendwelche Probleme gibt. Nachdem sie von Frau Gutmann noch etwas über die Heimbewohner informiert wurde, stieg Gabi also die maroden Treppen des in die Jahre gekommenen Altbaus hinauf, bis sie im obersten Stock ankam. Sie klingelte an der ersten Tür. Auf dem Namensschild stand in krakeligen Lettern der Name Ritter geschrieben. Wer ist denn da? Gabi Glockner. Ich arbeite hier ehrenamtlich und wollte... Glockner? So heißt auch der Kommissar, der mir regelmäßig meine Familienmitglieder wegsperrt. Ja, richtig. Mein Papi ist bei der Polizei. Na gut. Man kann sich seine Familie ja nicht aussuchen, wa? Komm doch rein. Gerne, Frau Ritter. Sag ruhig Karin zu mir. Danke, Karin. Schön haben Sie's hier. Schön? Die haben uns schon wieder das Wasser abgedreht. Keine 10 Minuten ist es her, da musste ich in eine Flasche pissen. Das ist ja furchtbar. Ich werde das notieren. Wie geht es Ihnen sonst hier? Na, beschissen. Aber Unkraut verjäht nicht. Zurzeit wohnt mein nichtnütziger Sohn Norman im Zimmer nebenan. Der ist aber gerade unterwegs. Und diese Viecher, die meine Sippe hier ständig anschleppt. Raus mit die Viecher, sag ich immer. Ich bin Tierfreundin. Aber im Grunde haben Sie recht. Tiere sollten nicht auf so engem Raum zusammenleben. Wenn ich das sehe, bin ich echt sauer. Mädelmutter, ich bin zu Hause. Ach, da ist er ja. Na, hast du wieder getankt? Naja, wie immer halt, wa? Ich klau mir jetzt was zu essen aus der Küche und dann komm ich zu euch. Junge Frau, sagen Sie bloß nichts Falsches. Der tickt ziemlich schnell aus. Ich werde vorsichtig sein. Ach, so. Da bin ich wieder. Wer ist denn die reizende junge Dame hier? Norman, sag mal, was trinkst du da? Das ist aber nicht die Flasche, die ich in die Spüle gestellt habe, oder? Na doch, jetzt sei mal nicht so. Kannst du mir mal ruhig was von dem guten Nordhäuser abgeben? Das ist doch nicht etwa... Doch, genau. Das ist der Nordhäuser Doppelkorn. Neue Sorte. Schmeckt gewöhnungsbedürftig. Und warm ist er auch. Die schmeckt ein bisschen so, wie eine Teifotze riecht. Also hab ich gehört vom Andy. Also wer bist du jetzt, Püppi? Du bist ohne Witz das leckerste Mädel seit Beate die NUS-Beate da. Gabi Glockner, mein Name. Frau Gutmann schickt mich, um ein wenig nach dem Rechten zu sehen. Mich interessiert, ob es hier Mensch und Tier gut geht. Ja, Viecher habe ich auch in meinem Zimmer. Es sind die lieblichsten und reinsten aller Lebewesen. Ihr Anblick ist für mich ein ewiger Quell an Freude. Stets entfacht in meinem Herzen ein Feuerwerk beim Anblick dieser herrlichen Kreaturen. So friedlich,
in ihrer Gefangenschaft doch so frei, als wären sie das Synonym eines reinen Geistes. Sie sind nah und doch so fern. Wie viele Nächte, an denen meines leider verstorbenen Vaters Stern nicht am Himmel schwarz erstrahlt, da dunkle Wolken über unser schönes Vaterland ziehen, beobachte ich sie und sinniere über das Sein. Was hab ich gesagt? Ach ja, die Viecher. Darf ich dir die zeigen? Bitte, bitte, bitte? Ich weiß nicht, ob ich mit ihnen in ihr Zimmer gehen will. Kannst du ruhig machen, Kleine. So einer ist er nicht. Na komm, komm! Da sind sie. Meine wundervollen... Was soll da sein? Sie sind weg! Weg sind sie, meine Fische sind weg! Heute Morgen waren sie doch noch da! Wo sind die Fische? Mutter, was hast du mit denen gemacht? Jetzt beruhig dich mal, Junge. Nichts hab ich mit denen gemacht. Ich war doch selbst den halben Tag unterwegs bei die Jasmin besuchen. Moment mal, ihre Fische wurden entführt, Norman? Die haben meine Fische geklaut. Hilfe, mach doch mal einer was hier. Das ist Raub oder schlimmer noch, Fischschnapping. Wer klaut denn hier einfach so die Fische? Ich gehe ja auch nicht hier in den Stadtzoo und klau die Nagetiere. Keine Sorge, Norman. Ich bin Mitglied der Dräger KG-Bande. Wir sind Hobbydetektive und würden ihnen unsere Hilfe anbieten. Ach, vergiss doch die Viecher. Die waren zu nichts Nutze. Schon Friedrich Schiller sagte, neckt euch in Breslau der fliegende Fisch. Er wartet geduldig in sein westrichtes Reich. Zieht ihn Neptun bald hinab. Was hab ich gesagt? Ach so, meine Fische sind weg. Mensch, Mutter, das sind die einzigen Lebewesen, die mir was bedeuten, neben meiner Prinzessin, die ich nicht sehen darf. Na, danke. Norman, heute ist es schon zu spät. Aber ich werde gleich morgen meinen Kollegen Bescheid sagen und wir werden die Ermittlungen aufnehmen. Danke. So nett ist sonst niemand zu mir, du Birne. Wir machen das gerne. Ich melde mich bei Ihnen. Am nächsten Abend also trommelte Gabi die Dräger-KG-Bande erneut zusammen, um sie auf den spektakulären Diebstahl aufmerksam zu machen. Sie wollten sich im Stadtpark treffen, um die Lage zu besprechen. Klößchen und Tim kamen gerade von einem Wandertag ihres Internats zurück. Karl hatte den Nachmittag damit verbracht, sich in die Kameras verschiedener Geräte zu hacken. Aus rein wissenschaftlichem Interesse, versteht sich. Ah, schau, Gabi! Da kommen die beiden ja. Stimmt, Karl. Metal Tim, Klößchen, hier drüben sind wir. Klößchen sieht aber gar nicht gut aus. So blass und ganz wackelig auf den Beinen. Metal, ihr beiden. Entschuldigt unsere Verspätung. Klößchen ist heute irgendwie nicht er selbst. Keine Ursache, Tim. Dir würde ich doch alles verzeihen. Mich begrüßt du nie so, Gabi. Tja, Karl, du musst eben ein wenig mehr für deine Figur tun. Ich glaube, das hat Klößchen nötiger. Hey Klößchen, sag doch auch mal was dazu. Außer dass ihr selber für ein Stück beißt, Maul. Wie bitte? Was ist das denn für ein Kauderwelsch? Ich erklär's euch. Klößchen hatte seine Tasche mit dem Proviant im Internat vergessen und musste stundenlang ohne seine geliebte weiße Schokolade durch die Gegend wandern. Dann sind also die Entzugserscheinungen der Grund, warum er mehr und mehr die Kontrolle über seinen Körper verliert. Jetzt gebt ihm doch irgendwas, damit es ihm besser geht. Tim. Ehrlich gesagt finde ich es so ziemlich lustig. Er klingt wie einer, der sich nach 4 Schlaganfällen zurück ins Leben gekämpft hat. Ich habe sowieso schon viel Leben und ich bin auch mit so Charmin Runs sowieso schon für den Arsch. Ich bin jetzt also auf die falsche Plattform gesprungen. Ich hätte auf die rechte gemusst. Seht ihr, was ich meine? Nun aber genug herumgealbert. Gabi, erzähl doch mal von dem neuen Fall. Aber die Kurzfassung bitte. Also es ist furchtbar. Einen wirklich anständigen und herzensguten Bewohner des Obdachlosenheims, Norman, wurden seine besten Freunde, seine Fische, entwendet. Er macht sich furchtbare Sorgen. Und ihr wisst ja, wie mich solche Fälle immer mitnehmen. Ja, deine selbstverständlich platonische Liebe zu Tieren ist allseits bekannt. Haben wir denn irgendwelche Hinweise? Irgendwo müssen die Ermittlungen ja anfangen. Ich habe mit meinem Handy ein paar Aufnahmen vom Tatort gemacht. Vielleicht fällt uns hier irgendwas auf. Gut, zeig doch mal. Hier. Moment. Hä? Och Mann, ey, das gibt's doch nicht. Der Akku ist schon wieder fast leer. Ich hab ihn doch gerade erst aufgeladen. Hast du vielleicht irgendwelche Apps laufen, die viel Akku ziehen?
Was mit GPS oder vielleicht der Kamera? Nein, bestimmt nicht. Ich habe eben nur beim Duschen Musik gehört. Oh ja, das hast du. Hast du was gesagt? Was? Nein, nichts. Zeig uns doch mal die Fotos. Okay, also hier ist sein Zimmer. Interessanter Wandbehang. Naja, er ist eben etwas eigen. Und da seht ihr den leeren Fleck auf dem Fliesentisch. Da stand das Aquarium. Ja, man kann es gut erkennen. Die einzige Fläche, an der keine Sternburgflaschen stehen. Problem ist jetzt, Zilla. Hä? Er hat dich gefragt, ob dir schon was aufgefallen ist, Tim. Nun ja, ich sehe zum Beispiel, dass das ganze Zubehör zum Aquarium noch dasteht. Fischfutter, Reinigungszeug, ja sogar der Wasserfilter wurde zurückgelassen. Die armen Fischis. So können sie doch nicht lange überleben. Wenn der Täter entsprechend skrupellos ist, kümmert ihn das wenig. Vielleicht will er Norman ja nur eins auswischen. Dann hätte er die schuppigen Biester aber auch an Ort und Stelle töten können und nicht die Mühe gemacht, das ganze Aquarium zu entwenden. Inklusive dem Wasser. Das ist wahr. Dann will er Norman vermutlich erpressen. Und in den nächsten Tagen wird sich der Entführer beim Opfer melden. In dem Fall muss er aber doch die Fische am Leben erhalten. Und ohne die entsprechenden Utensilien wird das schwer. Daraus schließe ich, dass der Täter besagte Utensilien entweder vor kurzem besorgt hat oder, falls er etwas langsam in der Birne ist, das möglichst bald tun wird. In der Stadt gibt es nur 2 Geschäfte für Tierzubehör. Und nur in einem davon gibt es eine Fischabteilung. Dann lasst uns keine Zeit verlieren und direkt aufbrechen. Wo müssen wir hin? Der Laden heißt Anis Aquaristik und Haustiercenter. Schwingt euch auf die Räder. Du auch, Klößchen. Die 4 Spürnasen verloren keine Zeit und schwangen sich auf die Drahtesel. Nächster Halt, Anis Aquaristik und Haustiercenter in der Weststadt. Sogar Klößchen, der immer noch hungerte, trat in die Pedale, weil ihm Tim versicherte, dass sie an einer Würstchenbude Halt machen würden. Freilich war das gelogen und nach nur 10 Minuten erreichten sie ihr Ziel. So, da wären wir. Schließt eure Räder gut ab. Hier in der Gegend wohnen viele Nafris. Das Geschäft soll ja auch einem Halbtunesier gehören. Der gestrige Tag, also der Donnerstag. Nee, warte mal, was? Wie bitte, Klößchen? Er fragt, wo es denn die Würstchen gibt, Karl. Da drinnen, Klößchen. Komm einfach mit rein. Herzlich willkommen bei Anis Aquaristik. Wie kann ich Ihnen helfen? Schönen guten Tag. Wir ermitteln in einem Entführungsfall und hoffen, bei Ihnen Hinweise auf den Täter zu finden. Leute, ich habe mit dem Clan nichts mehr zu tun. Ich schwöre. Nur mal ganz langsam. Hier wird noch niemand verdächtigt. Außerdem geht es um Fische. Es würde mich wundern, wenn die organisierte Kriminalität sich mit solchen Lappalien befasste. Entschuldigung. Huhu. Folgendes, Herr... Nennt mich einfach Sonny Black. Nein. Ganz bestimmt nicht. Wie wollten Sie fragen, ob hier in letzter Zeit jemand auffällig viel eingekauft hat? Wir reden von Zubehör. Ein Aquarium, Filter, Futter, alles Mögliche. Also heute war hier noch überhaupt kein Kunde. Generell läuft der Laden eher schlecht als recht. Und gestern? Wie sieht es damit aus? Ja, gestern war unser umsatzstärkster Tag seit langem. Bereits vormittags kauft ein Kunde das komplette Aquarium-Starter-Set. Das wird wohl nicht unser Mann sein, Tim. Das Verbrechen geschah doch erst am frühen Nachmittag. Aber er könnte das Zeug doch schon vorsorglich eingekauft haben. Hey Herr, wie auch immer Sie sich nennen, können Sie uns den Käufer oder die Käuferin beschreiben? Ein Mann Ende 30, kurzgeschorene Haare, stark tätowiert, ein bisschen bullig, er sprach ziemlich schlecht Deutsch. Aha, ein Ausländer, ich wusste es. Nein, er sieht schon eher deutsch aus. Als er auf dem Handy angerufen wurde, meldete er sich mit Patrick. Den Nachnamen hat er nicht genannt. Das sind ja schon einmal eine ganze Menge Informationen. Wir danken Ihnen. Gern geschehen. Hoffentlich erwischt ihr den Kerl. Mein Blutdruck geht's gut, keine Sorge. Hey Klößchen, du kannst ja wieder sprechen. Und du bist ganz nass im Gesicht und du riechst irgendwie nach Omas Schlüpfern. Hey, du, warst du etwa im Froschbecken? Warte mal. Wo sind meine Frösche hin? Klößchen! Du hast doch nicht etwa... Och, die armen Tierchen. Oh, Frosch. Also, Herr Black, es hat uns sehr gefreut und wir müssen leider jetzt dringend weg. Kommt, Leute, raus hier. Wartet. Wer setzt mir jetzt meine Frösche? Das werde ich Arafat erzählen. Ach nee. Nee, geht ja nicht mehr. Verdammt. Bin so einsam.
Mann, das hätte teuer werden können. Konntest du dich denn nicht beherrschen, Klößchen? Ansonsten esse ich ziemlich gerne Frosch und ziemlich gerne ausländisch. Ach Mist, jetzt sind wir ein ganzes Stück gerannt und haben unsere Räder vor dem Geschäft stehen lassen. Was, zwischen mir das doch gar nichts. Ich darf eigentlich 30, wenn ich auf den Kirchen wieder heimlaufe. Etwa eine halbe Stunde. Wo sind wir hier eigentlich, Tim? Keine Ahnung. Ich bin sonst nie in diese dritte Weltstadtteil. Nur Gesindel hier. Seht mal, da vorne vor dem Gemüsegeschäft wird sogar einer von denen verhaftet. Vielleicht hat er ja Karotten geklaut. Sehr witzig, Karl. Dafür würden sie ihm doch keine Handschellen anlegen. Mensch, das ist ja mein Papi. Der verhaftet wird? Natürlich nicht, du Spaßvogel. Einer der Polizisten. Lasst uns mal näher rangehen. Du neidischer Schwanz. Scheiß Bulle. Bitte beruhigen Sie sich, Herr Klosensky. Ich werde dir so Probleme machen, Alter. Wissen Sie, ich habe eine Frau, die mich betrügt, und eine Tochter, die ich nie wollte. Ich bin Probleme gewöhnt. Papi! Oh, Gabilein. Bist du schon lange da? Was machst du hier? Du sollst doch nicht in diese Gegend gehen. Du genauso wenig, Bulle. Was stalkst du mich überhaupt? Wärst gerne Rapper geworden, ne? Wer würde freiwillig zu monotoner Idiotenmusik rumhampeln und hauptberuflich Trends aus den USA klauen? Nur Kanacken und Behinderte, würde ich sagen. Und wie ein Kanacke siehst du mir nun wirklich nicht aus, Kollege. Du beschissener Fanboy. Komm her und ich mach dich platt. Oh, gerne doch. Du, Papi? Ja, Schatz. Ah! Schau mal im Geschäft nebenan. Autsch. Genau so ein Kleid wünsche ich mir zum Geburtstag. Hilfe! Okay, Gabi, ich werde es mit deiner Mutter besprechen. Hey, Kommissar, der Junge hat mich angegriffen. Hat auf einen Gefesselten eingeprügelt. Oh, tut mir leid. Ich war wohl abgelenkt. Hast du Zeugen dafür? Das ist A richtig und B falsch. Da war auch nichts. Sie sind wohl gestolpert, Herr Klosensky. Und bei Ihrem Sturz ist Ihre Kleidung zerrissen worden. Hübsche Tätowierungen übrigens. Moment mal. Tätowiert? Kurze Haare. Bulliger Typ. Herr Glockner, wie lautet der vollständige Name dieses Subjekts? Patrick Klosensky. Aha, damit ist ja alles klar. Das ist unser Verdächtiger. Wieso Verdächtiger? Ich hatte ihn lediglich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weil er einen mindestens ebenso peinlichen Komiker bedroht hat, festgenommen. Er ist vermutlich ein Erpresser, Entführer und Tierquäler. Nun gut, dann werden wir ihn morgen verhören. Fürs Erste scheint der Fall ja gelöst zu sein. Schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss. Wer ruft mich denn jetzt noch an? Ich schalte meine Lautsprecher an. Gabi Glockner, hallo? Gabi? Gabi, ist der Norman? Es hat sich was ergeben. Der Entführer hat sich gemeldet. Der Entführer? Das kann nicht sein. Wann soll das gewesen sein? Gar nicht lange her. Vor gerade mal 5 Minuten. Er meinte, er will sich mit mir treffen und was besprechen. Dann bekomme ich meine Fische wieder. Das ist doch gut, oder? Das würde ja bedeuten, dass wir den falschen Mann haben. Norman, hier spricht Tim, Gabis Freund. Sie sollten da nicht alleine hingehen. Ich muss es tun, für meine Babys. Wie schon Marion Mitchell Morrison oder wie man ihn eher kennt, John Wayne, 1939 in John Fords Filmklassiker Stagecoach, Frank James Gary Cooper in Fred Zinnemans 52er Westernperle High Noon und Alan Walbridge Ladd 1952 in George Stevens Shane sagten, A man's gotta do what a man's gotta do. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ich muss mich da jetzt hier um meine Fische kümmern. Norman, das ist eine Falle. Warten Sie auf uns. Kann ich nicht. Ich soll pünktlich sein, sonst fängt er an, Fisch für Fisch im Klonunnel zu spülen. Norman, sagen Sie uns wenigstens, wo Sie sich treffen. Norman? Ach, scheiße, der Akku ist völlig leer. Ups, das ist ja jetzt blöd. Wie sollen wir rausfinden, wohin wir müssen? Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu den Ritters zu gehen und dort nach Hinweisen zu suchen. Dadurch verlieren wir zwar viel Zeit, aber etwas anderes bleibt uns wohl nicht übrig. Auf geht's! Ohne Zeit zu verlieren, besorgten sich die 4 Hobbydetektive ihre Räder wieder und fuhren in das nächste Problemviertel, wo das Obdachlosenheim lag. Karin Ritter war zu Hause, rauchte und freute sich wie immer über Besuch.
Wer da? Mein Name ist Karl, ich bin Expert. Karl, lass den Quatsch. Karin, hier ist Gabi Glockner. Ich habe meine Kollegen mitgebracht. Ach so, kommt nur herein. Danke sehr. Das hier sind meine Detektivkollegen. Tim? Guten Tag. Karl? Mädel. Und Klößchen. Servus. Hä? Bist du nicht auch einer von meinen Söhnen, Dicker? Mein Vater ist tot, meine Mutter ist eine dumme Schlampe. Ganz sicher? So verwahrlost und dämlich wie der aussieht, könnte ich das schwören. Ja, Frau Ritter, ganz sicher. Klößchens Vater Rudolf hat gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eine Schokoladenfabrik betrieben, in der auch jede Menge Schokolade geschmolzen wurde, wenn Sie wissen, was ich meine. Dabei hat er sich ein kleines Vermögen verdient und dies seiner Familie hinterlassen. Klößchen hat es aber geschafft, den Rest seiner Familie zu vertreiben und das Erbe zu verprassen. Na, deine Mutter kann einem echt leid tun, Moppelchen. Genug geblauscht. Warum wir hier sind, Frau Ritter? Ihr seid doch sicher wegen Norman hier. Der Tölpel war ja total aufgeregt und ist dann in Windeseile abgedampft. Und das nur wegen die bekloppten Viecher. Karin, das ist sehr wichtig. Wohin ist Norman gegangen? Wir glauben, dass er in Gefahr ist. Weiß ich doch nicht. Hat er nicht gesagt. Also eine Sackgasse. Haben Sie denn sein Telefonat nicht mitbekommen? Norman meinte, er wurde angerufen. Doch, doch. Aber da habe ich nicht zugehört. Ich habe mich selbst unterhalten. Und zwar mit Andy. Und Andy ist, Andy ist Normans Bruder. Der war auch hier? Der war nicht hier. Wir haben uns Sprachnachrichten geschickt. Er braucht dringend ein Kochrezept. Ein altes Familienrezept. Es wäre doch möglich, dass man im Hintergrund der Nachrichten Norman sprechen hört und wir so herausfinden, wo er hingegangen ist. Klasse Idee, Wasserkopf. Frau Ritter, können Sie uns die Nachricht vielleicht mal vorspielen? Das kann ich gerne machen. Ist ja nichts Privates. Kurzen Moment. Hey Andy, hier ist das Christelrezept, das du haben wolltest. Du hattest damals schon den Faller zubereitet und durch geschicktes Strecken so manche Mark gespart. Also, du nimmst zunächst mal eine gute Ephedrinquelle, wie zum Beispiel... Ich denke, das reicht erstmal. Man kann zwar hören, dass Norman spricht, aber zu verstehen ist rein gar nichts. Ich habe wie immer meinen Laptop dabei. Lasst mich mal versuchen, die Hintergrundgeräusche zu verstärken und ein wenig mit den Soundfiltern herumzuspielen. Würden Sie mir bitte die Datei zuschicken, Frau Ritter? Das kann ich schon machen. Keine 10 Minuten später hatte der Tausendsasser Karl sein Werk vollbracht und präsentierte stolz das Ergebnis. Freunde, ich hab's geschafft. Hört euch diesen Ausschnitt aus der Aufnahme an. Ja, das hab sogar ich verstanden jetzt. Keine Bullen und den kompletten Wert von meinen ganzen Pfandflaschen soll ich mitbringen. Da sehen wir uns gleich im Skate or Die. Das war mal vor Jahren so eine Disco, in der man Rollschuh und Skateboard fahren konnte. Die Bimbos in der Bronx. Wir in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik hatten seinerzeit eine eigene Subkultur um die sogenannten selbstgebauten Rollbretter. Die Mystifizierungen der US-amerikanischen Dogtown-Szene ist vollends unangemessen angesichts jener staatlichen Repression, welche die Jugend in der sogenannten Zone zu fürchten hatte, angesichts der Kritik seitens der Obrigkeiten bezüglich angeblicher sogenannter westlicher Verhaltensweise, wie es Stasi-Chef Erich Mielke einst formulierte. Skate or Die? Was soll das sein? Das war vor Jahren mal so eine Disco, in der man Rollschuh und Skateboard fahren konnte. Der Club ist allerdings schon seit 2 Jahren geschlossen und gammelt seitdem vor sich hin. Ein verlassener, heruntergekommener Club. Ein perfekter Ort für einen Hinterhalt. Ich glaube kaum, dass dein Führer es wirklich auf ein paar Euro Pfandgeld abgesehen hat. Aber warum gerade dort? Vielleicht hat das Schwein ja irgendeinen seltsamen Bezug zu Rädern oder Rollen oder so. Darüber können wir uns auch noch später Gedanken machen. Kommt, Leute, verlieren wir nicht noch mehr Zeit. Der Drachenlord hat mein Mädchen entführt. Mädchen entführt, Mädchen entführt. Der Drachenlord hat mein Mädchen entführt. Er hat sie entführt, er hat mein Mädchen entführt. Dreger KG erreichten den ehemaligen Club um kurz vor Mitternacht. Breitflächige Graffitis von eher unbegabten Künstlern zierten die Hausfront. Pappbecher, zerbrochene Flaschen und einige Spritzen lagen im Hof verstreut und trugen ihren Teil zum Ambiente bei. Der Haupteingang war verschlossen und ein dickes Metallgitter versperrte zusätzlich den Weg. Verdammt, hier werden wir wohl nicht durchkommen. Aber seht mal die Spuren auf der Erde. Das Gitter wurde vor kurzem geöffnet. Außerdem erkennt man hier Fußspuren und die Spuren hier sehen aus wie die von einem Liegerad.
Kennt ihr irgendwelche fahrradbegeisterte zwielichtige Gestalten? Also ich bestimmt nicht. Papi sagt immer, ich soll mich von denen fernhalten. Hey, mir fällt gerade was ein. Der Club hier hat einen Backstage-Bereich. Den kann man über einen separaten Eingang betreten. Das könnte unsere Chance sein. Woher weißt du das, Gabi? Ach, als der Club noch geöffnet hatte, da hat mich der Besitzer mal dahin mitgenommen. Das war ein Erlebnis, sag ich dir. Was? Was ist da passiert? Ich unterbreche eure Seifenoper ja nur sehr ungern, aber sollten wir uns nicht echt beeilen? Wer weiß, zu was dieser Wahnsinnige fähig ist? Ich stimme dir zu. Gehen wir um das Haus herum. Hier, die Scheibe ist zerbrochen. Da können wir reinklettern. Klößchen, du bleibst draußen und holst schon mal meinen zukünftigen Schwiegervater. Ich meine Kommissar Glockner. Ja, hallo, hier ist Winkler. Und zwar sind schon wieder so Idioten vor meiner Haustür, die jetzt hier gerade ihre Musik aufdrehen, hier einen Lärm machen wie sonst was. Die haben auch schon Sachen rumgeschmissen gerade. Es wäre nicht schlecht, wenn ihr euch mal umschaut. Alles klar. Gut, vielen lieben Dank. Falls sich was ändert, sag ich Bescheid. Danke. Ciao. Ich gehe vor. Tim, hilf mir bitte mal rein. Danke, Tim. Deine Hand hat aber eigentlich nichts zu suchen gehabt, du Schlingel. Hast du was gesagt, Gabi? Ich stehe noch hier drüben. Karl! Was denn? Ich wollte doch nur helfen. Rein da jetzt. Ganz schön dunkel hier. Hast du ein Feuerzeug, Karl? Nein, aber ich habe meine modifizierte Flashlight immer dabei. Hauptsache, sie leuchtet und ich muss sie nicht anfassen. Die Wände sind total vollgeschmiert. Oh Gott. Wie furchtbar. Auch die Decke. Tausend und abertausendmal dieselben Sätze. Was steht denn da? Es war nicht okay, dass du mir viel Geld und andere Dinge gestohlen hast. Es war nicht okay, als ich meine Physio-Übung gemacht habe, dass du mich ausgelacht hast. Es war nicht okay, dass du mich, als ich Gehübungen mit Krücken gemacht habe, du mich geschubst hast und ich gestürzt bin. Die anderen Sachen lese ich mal lieber nicht vor. Völlig krank. Wir haben es mit einer gestörten Persönlichkeit zu tun, die dem Deutschen nicht mächtig ist. Der arme Norman. Ob er wohl gemeint ist? Das kann uns wohl nur der Irre selbst sagen. Komm, gehen wir durch diesen Gang. Er führt bestimmt zur Haupthalle. Jetzt verhaltet euch bloß ruhig und bleibt hinter der Rampe versteckt. Da hinten bewegt sich was. Oh Gott. Norman ist an eine Säule gefesselt. Und davor ist ein Mann. Im Rollstuhl. Es hat doch kein Fahrrad. Lauschen wir mal, was die beiden sprechen. Norman. Du willst also immer noch nicht gestehen, was? Komm mal klar in deiner Birne, Alter. Hast du hier Wahnvorstellungen oder was? Ach, Norman. Ich war immer schon da. Als du mit deinen Brüdern deine Nachbarn mit der Axt gejagt hast. Im Kinderheim, im Knast. Immer war ich an deiner Seite. Ich war an Weihnachten bei euch, als das Fernsehteam da war. Beim Umzug in die neue Unterkunft war ich auch. Das ist doch überhaupt gar nicht möglich. Wir haben überhaupt kein Krüppelkatapult hier. So ein Treppenlift-Dings oder Aufzug. Und so besoffen war ich jetzt auch nicht die ganze Zeit, dass ich alles vergessen habe. Ich habe es all meinen Freunden erzählt. Bei Fantreffen, auf der Gamescom, auf Twitter, im Knuddels-Chat. Niemand hat mir geglaubt, dass ich dich kenne. Niemand. Und nun verleugnest auch du noch mich. Doch, wenn ich dir nun meinen Namen, Mike, in deinen Oberschenkel ritze und das i-Tüpfelchen zufällig deine Beinarterie trifft, dann wirst du mich nie mehr verleugnen können. Mein Oberschenkel, ey, nicht mein Sigrun-Tattoo, Alter! Eben jene Tätowierung bedeutet mir nun mal sehr viel. Ein hoher sentimentaler Wert, der sich hinter dieser unscheinbaren, verlaufenen Körperzierung verbirgt. Ich habe mir dieses heilige Symbol damals selbst mit Nadel und mit Faden als Zeichen meiner Treue zu Volk und Vaterland in meine edle weiße Haut eingraviert, als ich mich wegen meiner wiederholten Verfehlungen gegen das sogenannte Recht und System das erste Mal in staatlicher Obhut zur Sicherung meiner Umwelt und zum Ableistung einer gesellschaftlichen Buße befand. Und da war ich gerade mal 9 Jahre alt, du vor Bordstein resignierendes Stück Scheiße auf Räder. Lass mich jetzt los hier. Gib mir meine Fische wieder.
Das reicht. Ich greife ein. Pass auf, Tim, er hat ein Messer. So, Herr Hochstapler, jetzt holen wir Sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Das passiert eben gezwungenermaßen, wenn man besessen von Leuten ist und vorgibt, sie zu kennen. Wer bist du? Wie kommst du hier rein? Dein schlimmster Albtraum bin ich, du Rollmops. Und wenn ich mit dir fertig bin, wird dein Rollstuhl einen Rollstuhl brauchen. Dich kaufe ich mir. Norman hat mich damals bestens im Knüppel- und Messerkampf ausgebildet. Hab ich gar nicht, du Spinner! Vorsicht, Tim! Er rollt auf dich zu mit gezogenem Messer! Das ist ja schon fast zu einfach. Gabi, roll mir das alte Skateboard rüber! Hier, Tim. Danke. Wow, voll in die Fresse! Oh, klasse, Tim! Ich fessle ihm mal lieber die Arme. An deinem Bein ist es ja wohl überflüssig. Es war nicht okay, dass du mir das Jochbein zerschmettert hast. Mein Papi kommt! Endlich kann dieser Irre verhaftet werden. Schreib eine EP, render einen Clip, mach eine Grafik, aber ihr gebt einen Fick. Passt schon, weiter so, Perlen vor die Säue. Teil den Scheiß, gib Fame, dann kann ich mich auch freuen. Und so geschah es dann auch. Der fanatische Ritterfan, der offensichtlich zu viele Dokumentationsfilme über die berühmte Familie gesehen hatte und auch sonst ziemlich Malle war, wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht und dort sicher verwahrt. Am nächsten Tag trafen sich Dräger KG noch ein letztes Mal bei den Ritters, um den Fall ordentlich abzuschließen. So, dann langt mal zu. Der Kuchen ist frisch vom Netto gekauft. Dann ab in den Ofen damit, 10 bis 15 Minuten warten, dann den rausnehmen, vielleicht ein bisschen abkühlen lassen, auf einen Teller legen und dann, ja, um bescheuert auszudrücken, es servieren oder eben mit Hagebutten verzehren. Ach, unser Klößchen, er ist wieder ganz der Alte. Aber haben Sie nichts anderes zu trinken als Doppelkorn und Berliner Luft? Was anderes gibt's nicht und jetzt trink. Na gut. Ah, das zieht mir alles zusammen. Ich bin jedenfalls so froh, dass alles wieder beim Alten ist. Sogar den Fischchen geht es wieder gut. Ja, ey, zum Glück hat der Bekloppte mit den Fischen nichts getan. Er hat sie sogar richtig gut versorgt. Ey, der Typ war echt voll durch. Dabei dachte ich, ich wäre durchgepeitscht, weil ich manchmal diese Aussätze habe. Dies nennt man in Fachkreisen Intelligenz-Tourette. Es ist wie richtiges Tourette, bloß, dass ich durch meinen mittlerweile schon jahrzehntelangen Alkoholabuses ein sogenanntes Korsakow-Syndrom entwickelt habe. Doch diese spezielle Art des Tourette lässt mein Gehirn manchmal auf die Höchstleistung ansteigen. Die es regulär hätte, würde ich mir meine Synapsen des Öfteren nicht so sehr wegsaufen. Dass ich den Unterschied zwischen einer Flasche Oettinger und einer Dose Domestos nicht mehr erkenne. Zudem sei gesagt, dass das... Korsakow, ey, der treibt sich hier auf Lunikow! Lanza sind bereit! Neue deutsche Fröhlichkeit! Lanza sind bereit! Neue deutsche Fröhlichkeit! Wie konnte er mit seinen verkrüppelten Beinen die Fische überhaupt mitgehen lassen? Hier kommt Klosenski wieder ins Spiel. Der rabiate Rüpel-Rapper, den dein Vater verhaftet hat? Genau der. Wie es aussieht, tut er generell einfach alles für Geld und hat sich so vom Rollifahrer anheuern lassen. Na klar, deshalb hat er auch das ganze Zubehör im Aquaristikladen gekauft. Und ich dachte, das wäre eine falsche Fährte gewesen. Tja, da hast du wohl einmal zu viel um die Ecke gedacht. Man darf sich einfach nie zu sicher sein. Ich habe eigentlich gestern gar nichts gegessen. Ich habe gestern 10 Eier gegessen, zum Mittagessen 6 Stück und zum Abendessen 4 Stück. Und das war's eigentlich dann. Mehr habe ich gestern den ganzen Tag nicht gegessen. Ach, unser Klößchen. Nimm dir noch Kuchen. Den hast du dir verdient, weil du so mutig meinen Papi angerufen hast. Eiskalt und ich bleib stehen, obwohl ich gewusst habe, dass die irgendwas vorhaben. Also obwohl ich der klar sehe, weil die auf mich zugerannt kommen. Badass wie Sau, Alter. Ah, unser Klößchen. 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 Ich habe keine Mietschulden und ich will hier aus dem Haus raus. Alles beschissen hier. Alles beschissen hier. Alles beschissen hier. Wir sind gegen Assis oder sowas, ja. Meine Fische darf ich nicht behalten. Nicht behalten, nicht behalten. Fick ich. Wo ist der Führer? Die Fotze. Nee, nee. Halt dein Maul dafür, was los ist. Was los ist.
Nein. Mach dich raus hier. Mach dich raus hier. Mach dich raus hier! Ich schmeiß dich selbst hier auf den Kopf. Muss man sich nicht fallen lassen. Ich will weg hier aus dem Dreckpuff. Du bist doch der Sohn einer räudigen Hure. Das gibt eine Anzeige. Blöde Fotze. Hey, ihr sollt mein Fischaquarium runterholen. Du stockschwuler Arschficker. Schreib ihn hier an! Ausländer. Lügenfresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Noch habe ich Miete für diesen Monat bezahlt. Meine Prinzessin ist mein ein und alles. Ja, man lebt hier wie so eine Fotze eigentlich. Schreib mir mal ganz dick. Richt auf und klappt eine Anzeige. Die fette Missuche. Arschlocher. Ich hau die in die Fresse, wenn die das nächste Mal kommt. Mal gut, damit ich sie heute früh nicht gekriegt habe. Und die Pfoten von mir weg, Alter, du Fotze. Die Wand bitte. Die Wand bitte. Die Wand. Was passiert mit meiner Frische? Meine Zahnbürste ist nicht da, mein Rasierer ist nicht da, es ist gar nichts da. Der bringt Geld, Mann! Weil es wird schon wieder. Hey, pass mal auf! Ich bin gegen Drogen und ich bin gegen Alkohol. Ich bin eine Gippe. Du bist so eine Futter. Ihr seid so lächerlich. Wir sind in Berufung hier. Aber wenn man lacht, kann man kein Weihnachten feiern. Ich schlag dir in die Fresse, du blöde Fotze. Jetzt heißt es auf einmal, ich bin die Gefahr für die zwei. Hat sie blutet aus dem Gesicht. Aber wenn sie Geld brauchen, dann wissen sie, wo ich bin. Von den Rechtsradikalen. Gehen sie mir hier und sagen, wo wissen sie? Wo wissen sie? Gehen sie oder was? Jetzt kriegt ihr alle eine Anzeige an den Arsch, das verspreche ich euch. Wird's mir kreuzweise an den Arsch flecken, wenn ich frisch geschissen habe. Mach die für meine Couch, oder? Naja, es kann bloß noch besser werden. So, Mike, hier ist dein neues Zuhause. Hier ist alles schön weich gepolstert, damit du dich nicht verletzen kannst. Danke, Norman. Du bist sehr nett zu mir. Ich erkläre es dir nochmal. Norman ist der weinerliche Lappen in der Gummizelle nebenan, der ständig seinen Papi sucht und sich scheint erbeuten hält. Ich bin hier der Betreuer für die hoffnungslosen Fälle. Es war nicht okay, dass du mir die Spritze gegeben hast. Oh nein, jetzt fängt das schon wieder an. Ich hau ab. Es war nicht okay, dass ich in das andere Teilzeitklinikum gesperrt wurde. Es war nicht okay, mich als Fickstute zu missbrauchen. Es war nicht okay, Screenshots von meinen Tweets zu machen. Es war nicht okay, meine Freundin zu feeden. Es war nicht okay, nach Geld im Netz zu betteln. Es war nicht okay...